Hey und willkommen im Club der besten Freunde, wo wir nun beste Freunde bestellen werden, um mit ihm beste Freunde zu werden. Wir rufen sofort und ohne große Widerrede zu uns Poppy. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Indigo-Blaue Scheibe in Karmesine. Und Purpur, beziehungsweise in dem Fall nur Purpur. Ich wurde gerufen und hier bin ich. Und das wird eine anstrengende Folge, das weiß ich jetzt schon. Ich bin's Poppy, in den Top 4 der Pokémon-Liga in Paldea. Gut, und als nächstes rufen wir zu uns Amura. Da ist sie, ja damit. Tach, ich bin mal so frei. Man nennt mich die heißblütige Amura und ich bin hier, um euren Kampfgeist zu entfachen. Gut, mit den beiden starten wir. Fangen wir erstmal an und gucken, ob sie miteinander interagieren. Ich vermute nein. Ja, und ich hatte recht. Tag, Neuzugang. Hab mich schon gefragt, wer mich herbestellt hat. Du warst es also. Ich habe neue Herausforderungen in einem unbekannten Ort. Ich bin hochmotiviert. Aber du hast mich bestimmt aus einem bestimmten Grund herbestellt. Also raus mit der Sprache. Womit kann ich dir helfen? Ihre Präsenz allein ist uns allen genug. Na hör mal, ich bin für gnadenlose Kämpfe hergekommen und nicht um dir Honig ums Maul schmieren zu lassen. Jedenfalls kannst du alles weiter an mir überlassen. Fühl dich einfach, als würdest du auf den starken Schultern deines Hariyama getragen werden. Na dann, kämpfen wir gleich. Ich habe keinen Grund, diesen Wunsch auszuschlagen, also auf zum Kampfplatz. Na dann. Akademielehrerin Amura. Ein Capoeira. Gut, Kampf-Pokémon dürfen ja absolut kein Problem sein. Außer man fuckt mich natürlich wieder sinnlos ab. Dann könnte es natürlich auch ein bisschen nerven. Jetzt übertreibst du. Jetzt stirb ich. Auf Wiedersehen, Capoeira! So, und jetzt musst du mit einem Kampf und nicht Pokémon kommen, damit ich aufhöre, Psychotanken zu setzen, richtig? Castanero? Nein, okay, dann bleib! Trotzdem wirst du bestimmt nicht lange ein Hindernis für mich werden. Und auf Wiedersehen, Castanero! Und Tauros als nächstes, komm, den nehmen wir auch mit! Die nehmen wir alle mit. Noch keine 3 Minuten in der Folge und schon werden hier alle Pokémon wegrasiert, die du besitzt. Und tschüss damit. So. Nein, wir werden nicht wechseln. Worin denn? Wir sind die perfekte Waffe. Und tschüss. Okay. Meditalis. Hey, wenigstens nicht mehr sehr effektiv. Oder ist es schon ein Terra-Pokémon? Ich hab gar nicht aufgepasst. Nö. Weißt du was? Nee, ich Terra noch nicht. Es ist trotzdem Mund. Wow. Fantastisch. Und Hariyama. Na dann. Man darf bis zum Schluss nicht aufgeben. Jetzt leg mich doch nicht mal so. Jetzt leg ich mich mal so richtig ins Zeug. Okay. Zack, zack, zack. Und das war's mit Hariyama. Ich würde so gerne interessieren, was an diesen Tafeln steht, aber ich glaube, das ist einfach nur Kauderwelsch. Spüre die Kraft der geballten Faustzeit für eine heißblütige Terrakristallisierung! Na dann, go!
war's mit Hariyama. Ja, der ein Kampf besser als der andere. Tja. Und wir haben es wieder gerissen. Ach, wie ärgerlich, schon wieder verloren. Aber immerhin habe ich jede Menge gelernt, an dem ich wachsen kann. Und dafür muss ich mich bei dir bedanken, Neuzugang. Das ist für dich. Protein, okay. Deine Ladung Protein joggte sich hervorragend bis zum Sonnenuntergang. Ist nicht gelogen. So, okay. Wo ist Poppy? Da ist Poppy. Du unterhältst dich mit ihr, okay. Das ist interessant. Irin, du bist echt stahlhart. Korrekt, ich bin so stahlhart wie ein Metacross. Geht das nicht auch für dich, Poppy? Oh ja, ich bin das Mädchen aus Stahl. Dein Gerang vor Gita ist wundervoll, Poppy. Ah, danke, dein Panzer Ehren aber auch. Und dein Impol Ehren. Okay, darf ich kurz stören? Da bin ich. Schön, dass du da gekommen bist. Nee. Jemand aus der Liga, jemand von der Liga war mit mir im Flugzeug. Ich bin das erste Mal im Ausland und würde gern ganz viel unternehmen. Aber ich bin ja hier, um den Blaubeerleuten was über Pokémon beizubringen. Also tue ich das auch. Viel Erfolg. Ich werde mich toll anstrengen. So, dann los. Wir kämpfen jetzt, ob du willst oder nicht. Ja, ich werde alles geben. Poppy amüsiert mich. Es ist so fucking dämlich. Und es macht so fucking viel Spaß. Okay, Poppy. So, Patinaraya ist ein Start. Und macht mir auch gleich ein bisschen zu schaffen. Wie viel Spezialverteidigung hast du? Kann ich vielleicht die Hälfte schon abziehen? Absolut nicht, okay. Ich habe gelernt. Problem ist, meine andere Wahl wäre dann Arcani und ich möchte Arcani nicht gegen Stahl-Pokémon ausrufen, wenn ich nicht weiß, dass ich nicht gleich drauf gehe. Ah, Tatsche, perfekt. Ich möchte noch nicht austauschen. Vor allem jetzt nicht mit Tatsche. Boss. Gut. Dann werden wir Flauschi jetzt opfern und den Psi-Strahl erstmal reinballern. So. Okay, Bronzor. Wir gehen auf Plusor. Wir gehen auf Plusor. Mir lieber. Ja, ja, du hast einen Spitzenstein getroffen und du hast einen Knirscher raushauen. Los. Sehr schön. Gut. So, Bolterus, da werden wir auf. Obwohl es ist nicht Typboden. Es ist Stahlgestein. Das heißt, wir werden trotzdem auf Onima gehen. So. Okay. Dann werden wir bei dir eine Rankenkeule einsetzen und das war. Oh, Fußkick ist doppelt effektiv. Ich glaube, es nimmt sich beides nicht. Wir machen eine Rankenkeule. Ja, Robustheit natürlich. Wie könnte es anders sein? Der Reflektor bringt dir dahingehend dann aber auch nicht viel. Denn der Fußkick jetzt wird dich töten. Ja, nicht nur besiegen, er wird dich töten. Fuck, fick nochmal Bolterus. Du wirst nochmal aussterben, wie du es verdient hast. Okay, Magnezone hätte ich nicht gerne als Gegner, aber jetzt kann Arki endlich mal zum Zug kommen. Das wird aber wahrscheinlich auch Robustheit haben, denke ich mal.
aber damit kommen wir klar. Ja, komm mal her. Diese Steine treffen nicht, aber Flammenblitz könnte reichen. Nein! Gegen Spezialattacken, das kann mir recht sein, denn der Knirscher werde ich jetzt ausschalten. Und dein nächstes Pokémon wird auch nicht viel anhaben können gegen Aki. Cramor, gut, hol nur her. Denn jetzt werde ich dir einen kleinen Twist zeigen, meine Güte. Denn ich werde mich jetzt Terra kristallisieren. Und danach habe ich meine Schwäche nicht mehr gegenüber dir. Und dann kannst du mich mal gepflegt. Los geht's! Mir gefällt, wie Akali immer nach oben guckt, so nach dem Motto. Yeah, das ist meine Krone. Siehst du sie? Die ist cool. Meins hat er deswegen Cramor gemacht, aber. Oh, warte mal, ich bin natürlich Gestein. Oh, scheiße. Ich merke ja jetzt erst. Nix mit Schwäche entsorgen, Alter. Ich habe jetzt ja echt die Resistenz gegen Granfogitas Stahlattacken. Stahlattacken sehe ich schon. Doch. Fehlattacken. Verloren. Na ja, egal. Egal. Okay, Granfogita. Dann komm du mal noch. Der Kampf ist doch gar nicht vorbei. Ich werde Trio. Ich werde gewinnen. Okay, Poppy. Überbrücke nur. Aber vorher kannst du meinen Flammenblitz kosten. Jetzt machen wir dich schick und hart wie Stahl, Granfogita. Okay, da, okay. Ein Poppy passt auch wunderbar zu Granfogita, muss ich sagen. Das ist ein Matchup, das ist einfach fantastisch. So. Aber ein Hindernis ist es trotzdem nicht. Wir haben gesiegt. Aber ich werde nicht weinen. Nein, nein, schließlich gehöre ich zu den Top 4. Du hast meinen Granfogita besiegt, also bekommst du Bonbons von mir. Okay, danke. Mit Bonbon-Simon kann ich mich noch viel mehr anstrengen, aber ich hoffe nicht die, weil die sollen widerlich schmecken. Aber andererseits ist nicht mein Problem. So, gut. Dann laden wir mal die nächsten ein. Die nächsten auf meiner Liste sind Kombu. Wo ist er? Da, Kombu, komm her, ja. Ich komme hier reinspaziert. Wer den alten Kombu, den Koch der hohe Wellen schlägt, herbestellt. Und die nächste Person auf meiner Liste, die ich hierher bestelle, ist Moira. Nein, ich will keine BP übertragen, ich will Moira herbestellen. So, wo ist sie? Da, Moira, komm her. Dieses Akademiegebäude, es schwingt geradezu nach von moderner Architektur. Na, du bist es cool, wo hast du mich herbestellt? So, unterhaltet ihr beiden euch? Ich verzweifle es mal sehr stark. Nö, warum auch? Mein lieber Scholli, dich kenne ich doch. Stimmt es, dass du Mentoren einladen darfst, obwohl du selbst noch Schüler bist? Du bist wirklich ein außergewöhnliches Kind. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, bloß keine falsche Bescheidenheit, du solltest dich zur Teilleistung stehen. Ich danke dir von Herzen, dass du mir die Gelegenheit zu diesem Ausflug gegeben hast. Wie auch ein alter Mann wie ich kann hier noch was lernen, genau wie ihr Schüler. Na dann, kämpfen wir.
Ein Kampf, der sich gewaschen hat. Das werden wir noch sehen. Du hast angebissen. Los geht's. Na gut. Okay. Imperator. Ich glaube, mit Muffet an erster Stelle sind wir ja gut aufgestellt. Und Zamba mit Intergarten. So, wir werden noch in der Terraform bleiben, weil. Also wir bleiben so oder so, aber. Ich meine jetzt, ich habe sie jetzt schon aktiviert, weil. Ich sehe keinen Grund hier auszutauschen. Auch Schlicktrieb wird nicht der Kunde sein. Ein Pokémon, was ich bis eben wieder vergessen habe. Auf Wiedersehen. Wummer. Wummeri, dummeri, Wummer. So, Agiluza ist auch kein Problem. Auch ein cooles Teammitglied. Schade, dass wir es nicht ganz bis zum Ende übernommen haben, weil wir dann Rollock im Team hatten, aber ich mag Aviduza, es ist klasse. Sehr schön. Travel. Achso, ja, was ihr wird heran. Der Kaff geht mir runter wie Öl. Ja, ein paar Problemchen machen erst entspannend. Ein paar Problemchen, du hast ein ganz schön gewaltiges Problem, mein Freund. Tauchen wir ja in deine Verwandlung. Jetzt wird geplanscht, dass es spritzt. Er ist einer von den Leuten, die nicht zurückschrecken von der Terran-Energie. Er lacht einfach drüber, das ist schön. Das ist ein Mann, wie ich ihn kennen will. Und der Donnerblitz wird sich ausschalten. Wunderbar. So. Dein Elan kennt wirklich keine Grenzen. Du bist wie ein Körper, das unaufhaltsam die Kaskaden hinaufschwimmt. Selbst alte Seebären wie ich können von jungen Menschen inspiriert werden und so wachsen. Da du mit so viel Leidenschaft dabei bist, möchte ich dir etwas schenken. Und ein Geheimgewürz. Wer hätte damit nur gerechnet?
Okay. Ich hoffe, du bärst mich bald wieder. Okay, wo ist... Da. Du hast es, du hast also... Was? Du hast es dir also rausgenommen, mich einfach zu diesem neumodischen Gebäude zu zitieren? Eigentlich hatte ich keinerlei Interesse daran herzukommen, aber ich wollte wissen, dass du meinetwegen schlecht dastehst. Ne, hier ist sie. Hier, sie ist deine Art gefallen. Im Gegenzug musst du irgendwas tun, was ich verlange. Okay. Ja, wie unerwartet gehorsam du doch bist. Das konnte mir sehr geil gelegen. Mal sehen, was du für zu was für einer kleinen Marionette du werden wirst. Das wird sicher interessant. Okay, kämpfen wir aber erstmal. Los geht's. Ja, das ist ja großzügig von dir. Dann mal auf ins Gefecht. Okay, Moira. Gengar ist ein guter Gegner, denn der wird euch die Psychokinese gleich wieder sterben. Was? Hä? Zoroark! Fucking hell! Es ist ein Zoroark, es ist nicht Gengar. Du Widerling. Du dreckiger Widerling. Glaubst auch, du kannst es vor mir tun, ne? Oh, das hat mich jetzt echt erwischt, aber richtig, ey. Okay, wie Peters. Da gehen wir wieder zurück zu Flauschi. Da hat's mich jetzt erwischt. Das ist aber widerlich gewesen. So. Dann beginnen wir das alles nochmal von vorne. Du könntest Tiefschlag drauf haben, ich hoffe nicht. Nö, okay. Calamanero. Calamanero, 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 Calamanero. Ist grad blöd. Hab ich nichts gegen. Doch, Käfer. So. Gut, Calamanero. Hier werde ich zeigen, was Käfer so drauf haben. Und ich setze eine Elektroattacke ein, weil ich dumm bin. Jawoll! Wunder mich, warum es nicht reicht. Na gut. Gib mir die paar KP. Waren wirklich nur ein paar, aber trotzdem. KP ist ein KP! Gut. Groink! Bleib gleich drin. Ich brauche noch ein paar KP. Nee, bitte. Unser Angriff ist gesunken, wir müssen jetzt nicht mit den... Wir können den Käfer-Kuprom einsetzen. So. Ich hab gerade gelesen, was es ist, und hab sofort wieder vergessen. Wunderbar, also schicken wir das Clip auch rein. Ich hab's halt legit vergessen! Ich hab's halt legit vergessen. Okay, egal. Scherox, okay. Ist blöd gelaufen. Okay, egal. Drachenpuls. Vielleicht zwei, drei Mal, dann war's mit dem Scherox. So.
Und nochmal Traumpult. Reicht natürlich nicht, aber der nächste vielleicht. So, Gengar. Diesmal ein richtiges. So, komm her. Mit dir kann ich schon arbeiten. Die Geschichte ist voll von Verrat. Werd nicht übermütig, nur weil es gut läuft. Was für Verrat? Ach so, du meinst jetzt die Geschichte an sich. Okay. Ja, die ist voll von Verrat, da stimme ich zu. Und das wird jetzt deine Kampftechnik verraten oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall hau ich dir jetzt auf die Fresse. Ich habe mit neuer Technologie nichts am Hut, aber wollen wir mal sehen, was die so kann. Ich wollte gerade sagen, es war ein Pokéball und kein Terrao, aber war schön, dass wir darüber gesprochen haben. Gut. Psychokinese! Ist ja natürlich das Typ Geist, aber... vielleicht reicht's. Okay, nein. Dann könnte es jetzt tödlich für uns ausgehen, weil wir sind auf Half Health. Jetzt wird's schaurig. Oh oh. Ja, das werden wir nicht überleben. Mit Garantie nicht. Nicht von Gengar. Und Muffet. Donnerblitz! Und das war's! Mit Gengar. Sehr schön. Na, das war eine Niederlage, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. Du bist tatsächlich ziemlich zäh. Der Weg, den du eingeschlagen hast, war wohl der richtige. Diese Stärke, wenn ich sie mir zunutze machen könnte, wäre ich vielleicht irgendwann imstande, Ruinen und Gräber uneingeschränkt zu erkunden. Gut, ja, ich schenke dir eine Kleinigkeit. Kometstück, okay. Es ist von außerordentlichem Wert. Du solltest jeden Abend voller Dankbarkeit betrachten. Gut. Na dann jetzt zwei. Dann leveln wir jetzt wieder noch alle hoch. Und dann haben wir alle. So, fangen wir an mit Poppy. Holen wir sie wieder her. Gut. Natürlich redet sie nicht mit ihr. Ich werde bei Irin hier hinten stehen. Die Schule ist echt toll. Ich gehe ja nicht in die Schule, weißt du? Ich bin das erste Mal in ein Klassenzimmer und habe mit Lehrern zu tun. Das ist total spannend. Ob ich auch irgendwann als Schülerin auf eine Schule gehen kann? Ich denke schon. Ja, du hast bestimmt recht. Ich bin ein bisschen anders als andere, deswegen habe ich mir Sorgen gemacht. Danke, dass du so nett zu mir bist. Nein, 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 nein! Nein! Ich kann aufgeben. Ich konnte nicht aufgeben. Gut, da bin ich wieder. Danke für 2 Flaschen AP Plus. Wir reden nicht drüber. Haben wir jetzt eigentlich schon miteinander geredet? Hast du die Schätze des Unheils gut im Griff? Falls du sie loswerden möchtest, würde ich sie dir sofort abnehmen. Nein. Die lässt du mal schön mir. So. Nächster. Holen wir uns. Mal raus da. Wen hatten wir noch dabei?
Ich hab's wieder vergessen. Ah ja, Kombu, komm her. So. Dieser Ort ist eine von malerischen Meereslandschaften umgeben. Bei dieser herrlichen Meeresbrise sind sowohl ich als auch meine Pokémon bester Laune. Aber auch bei der Speisekarte der hiesigen Mensa stehen gar keine Meeresfrüchte. Sie täglich den Bauch mit frischen Köstlichkeiten aus dem Meer vollschlagen. Wäre das für die Schüler nicht der Kracher? Das wäre super. Bestimmt, ich hasse das aber so, aber gerne, warum nicht? Du ziehst mit mir an einen Strang, großartig, warte nur ab, was der alte Kombu alles erreicht. Wartet ab, liebe Schüler, das Gewässer wird zur Kantine, Kombus Edelkombüse steht zu Diensten. So. Dann, wen hat man noch? Ach ja, dich hat man noch. Ja, Amura. So. Grüß dich, Neuzugang. Also diese Terrakoppe ist ja schon eine starke Nummer, oder? Ich habe jetzt erst kapiert, dass sie sowas wie der Sportplatz in der Blaubeerakademie ist. Bei einem dermaßen gigantischen Sportplatz kann man rennen, wohin und so weit, wie man will. Ist echt cool. Ich habe darüber nachgedacht, als praktische Übung für die nächste Unterrichtseinheit eine Runde Joggen in der Kuppe einzuplanen. Was hältst du davon? Nee, ein bisschen viel. Meinst du nicht auch? Du hast vermutlich recht. Mein Problem ist, dass ich vom Joggen einfach nicht genug kriege. Na gut, dann muss eben eine halbe Runde reichen. Du musst natürlich auch mitmachen. Rufen wir wieder Poppy her. Nicht du, Eri, halt die Klappe. Oh, hallo! Was glaubst du eigentlich, wer alt ich bin? Ich muss sagen, ich kenne die Antwort schon, weil ich es schon mitbekommen habe. Und zwar, ich weiß, dass du 9 bist, aber du siehst halt aus wie 6, aber ich sag einfach mal, du bist 9. Ich bin 9 Jahre alt und damit eigentlich auch alt genug, um an die Akademie zu gehen. Aber meine Pokémon ist selber zu stark und damit habe ich deshalb niemanden Probleme gemacht, habe ich mich nicht eingeschrieben. Und dann kam Sakaria und hat mich zu den Top 4 eingeladen. Aber dank der Blaubeer-Leute ist mir etwas klar geworden. Ich bin ein ganz normales Mädchen, das einfach nur total starke Pokémon hat. Nächstes Jahr bin ich dann Mitglied in den Top 4 und Schülerin der Akademie. Da freust du dich sicher schon. Die Antwort darauf ist natürlich ja. Ich kann es kaum erwarten. Ich werde jetzt schon mal üben, Freunde zu finden. Also möchtest du Pokémon tauschen? Nein. Du wirst nicht mit ja sagen. Aber im nächsten Mal versprochen? Ja, wir können Pokémon tauschen. Wir können Pokémon tauschen. Du lest mal bestimmt ein Forgita, oder? Ein Forgita, okay. So. So. Hier nicht. Da nicht. Da nicht. Hier. Hier schon eine Box vorbereitet, bitteschön. Du möchtest deinen Mobile gegen Tafogia tauschen? Ja. Was zu vergessen, Mobile? Auf Wiedersehen, Bonsuaru. Und hallo, Tafogita. Guck mich nicht so an. Kann auch nichts dafür. Ist ein stahlhartes Pokémon. Ich bin überglücklich und werde total gut auf es aufpassen. Naja, kann stark werden, bestimmt. So. Tara ist auch noch nicht da. So, fällt mir aber so ein. So, Mentor einladen. Dann holen wir uns Kombu wieder ins Haus. Dann haben wir Kombu auch abgeschlossen. So, was hat er denn als letztes gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Wir werden sehen. Agiluza vielleicht? Hallöchen, ich habe wunderbare Neuigkeiten. Die Mensa der Blaubeerakademie und Kombus Edelkombüse gehen eine Kooperation ein. Das klingt toll. Da die Sache gerade erst beschlossen wurde, wird es noch eine Weile dauern, bis wir offiziell den Betrieb aufnehmen. Zuerst muss ich noch meinen berühmten Eintopf der Kostbarkeit überarbeiten und an die Gaumen der hiesigen Schüler anpassen.
Selbstverständlich möchte ich, dass Kinder in ihrer Wachstumsphase möglichst gut essen. Auf diese Weise werde ich ihnen auch wertvolles Wissen rund um Ernährung vermitteln. Das ist bestimmt ein Deal. Dank der Einladung an diese Akademie kann ich auch mein eigenes Wissen erweitern. Ein volles Netz an tollen Erfahrungen. Ja, ich bin dir wirklich dankbar. Okay. Ja. Ich würde mit Agiluzer überlassen. Wer hätte es gedacht? Okay. Ach komm, mit Barmalin bist du doch gut besteckt, der Buo-Isel. Let's go. Okay, Buo, mach's gut. Und da ist Agiluza. Und hallo, Agiluza. Barmalin sprüht ja nur so vor Energie. Was für ein Fang. Ich werde mich liebevoll um diesen Goldschatz kümmern. Poppy ist abgeschlossen, Kombo ist abgeschlossen, neuer Raum müssen wir noch holen. So. Schade, dass keiner miteinander interagiert hat. Aber naja, war abzusehen irgendwann. Zuerst war ich sehr wild, widerwillig hier, aber ich habe meine Meinung geändert. Die Einheilregion ist eine wahre Fundgrube an uralter Geschichte. Ich brenne vor allem darauf, die alten Ruinen zu erkunden, die auf dem Meeresboden liegen. Zudem kann der Direktor hier seine Nase nicht in meine Angelegenheit stecken, sehr vorteilhaft. Nachher werde ich gleich mal mit meinen Pokémon schwimmen gehen und meine Erkundungstour starten. Viel Spaß! Ja, ist es überhaupt möglich, dabei keinen Spaß zu haben? Sich vom Gedankengut der Antike inspirieren zu lassen, ist von unsagbarem Wert. Du bist noch nicht so weit? Okay. Ich würde dich noch einmal mehr einladen. Und dann holen wir Amura wieder her. Da können wir mit Amura, glaube ich, schon tauschen. Vielleicht gibt die uns Tauros. Halte ich für nicht ganz unwahrscheinlich. Wo ist sie? Ach da. Ich bin echt beeindruckt davon, wie motiviert die Schüler in dieser Akademie sind. Während meines Kampfkurses konnte man ihre Konzentration förmlich spüren. Offenbar fallen hier die Noten in den Kursen, die mit Pokémon-Kämpfen zu tun haben, allgemein mehr ins Gewicht. Feine Sache sowas. Wenn sie sich anstrengen, können sie es locker bis zu einem Job in einer Liga oder Ranger oder professionellen Trainer schaffen. So viele Möglichkeiten. Natürlich könnten sie auch in meine Fußstapfen treten und Kampfkurslehrer werden. Egal, ob es um Pokémon-Kämpfe oder andere Dinge geht, wer fleißig lernt, dem eröffnet sich grenzenlose Möglichkeiten. Also vergiss bei all deinen Abenteuern nicht regelmäßig die Schulbank zu drücken, damit du später nichts bereust. So, und dann ist der Tausch. Aber eigentlich wollte ich von dir jetzt keinen Vortrag halten. Du weißt, dass ich sowohl als Lehrerin als auch als deine Konkurrentin im Pokémon-Kampf viel von dir halte. Wir könnten uns auch im gegenseitigen Respekt mit einigen Pokémon tauschen Ausdruck verleihen. Was sagst du? Los geht's. Super, Meditier. Oh, toll. Fantastisch. Schön. Hier hast du den Voltilam, bitte. Das gute Dollar. Okay, nein zu Gang, weil mir Didi ist gegen Voltilam, okay? Okay, okay. Und auf Wiedersehen, Dollar. Und hallo mit Didi. Hype. Großer Meditier-Fan, total. So, okay, wie geht's weiter? Wow, der Kampfgeist eines Voltilam ist ja wirklich erstaunlich. Es ist Level 9, aber ja, bestimmt. Gut, dann laden wir nur noch einmal Dings ein. Nicht Amura, wie heißt sie? Wenn ich noch einmal... Wie heißt sie? Moira. Moira ist aber da. Jetzt muss ich einen überflüssigen Charakter einladen. Also ich Credella noch mal ein oder so, keine Ahnung. So. Und jetzt lade ich Moira wieder ein. So, prima.
habe irgendwas verkackt währenddessen. Egal. Oh ja, unterhaltet euch miteinander. Sag mal, nimmst du nächste Woche an der Lehrerversammlung teil? Du kannst mich als abwesend eintragen. Ich verbringe meine Zeit lieber damit, mich mit altertümlichen Wissenschaftlichen zu betätigen. Ach, wie schade. Nie kommst du zu diesen Versammlungen. Dabei würde ich mich so gern ab und zu ausführlich mit dir über Geschichte unterhalten. Ha, du interessierst dich für Geschichte? Ja, in dir steckt mehr, als es nach außen den Anschein hat. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich ab und mal mit altgedienten Kollegen zu unterhalten. Dagegen trage ich dich mal als anwesend ein. So. Sau schön. Hey, Kuro. Alles in Ordnung? Es ist nicht offensichtlich. Ich habe mich von meinem Enthusiasmus so mitreißen lassen, dass ich vollkommen erschöpft bin. Gestern bin ich gemeinsam mit Lumine und zur Unterwasserruine von Einal geschwommen. Es war überragend. Einfach phänomenal. Antike Vorrichtungen, die Eindringlinge abwehren, uralte Inschriften an den Wänden. Der intellektuelle Vergleich mit den Menschen der Antike war wirklich wunderbar erleuchtend. Es wäre viel zu schade, direkt bis zum tiefsten Teil der Ruine vorzudringen. Ich plane, sie schrittweise zu erkunden. Ja, so hat man es ja immer gemacht. Ah, ich habe eine tolle Idee. Ja, tauschen wir ein Pokémon. Gierspenst, okay. Ja, gerne. Gut, wieder ein Pokémon aus. Hm? Viel Spaß mit Meistergriff, das gefällt dir bestimmt. Der hat bestimmt noch eine alte ägyptische Säule in der Hand oder so, die dich begeistert. Okay. Und Gierspenst ist wieder da. Warum auch immer wieder, aber... Yay. Na, ein gelungener Tausch. Ich werde mich bestens um den Meistergriff kümmern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo es, so leid es mir tut, wieder ein paar Mentoren anstehen. Dafür aber die letzten vier. Und zwar, wie wir alle wissen, der Drachentopf-4, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Sinius, Sagaria, Clayville und Enigmara warten in der nächsten Folge auf uns. Also ein solider Cast für die letzten vier. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und ciao.